Moin, ich bin Owe von T&T Tesla. Ich habe mir mal ein richtiges Auto gekauft, ne? Und zwar einen Kia Soul EV, mit dem ich, brauche ich gar nicht, mit dem ich auch weiterkomme. Infrastruktur passt, die Ladekarten passen, alles viel besser als wie bei Tesla. Sagt euer Muschelschubser von der Vorderkant. Peace, finde den Fehler natürlich nicht, Obe. Schönen Gruß, Obe. Entschuldigung für diesen kleinen Fauxpas. Ich bin beim Stranken. Kann man das jetzt eigentlich umschalten, dass ich das beweisen kann? Nee, kann ich nicht. Verdammt. Na gut. Ich bin beim Stranken. Und zwar möchte ich heute nochmal in die Stadt. Ich habe meine Frau zu Hause gelassen, weil ich ja noch ein bisschen was besorgen muss. Und ja, mal schauen. Vielleicht treffe ich das Christkind von unterwegs auch noch ein bisschen. Stranken an der Schnellladesäule. Und zwar mit 50 Kilowatt in der Stunde. Ja. Und zwar geht es heute um Schauschau, die Maingau. Die Maingau ist ja für mich eigentlich so das Beste, was man machen kann, wenn man EV-Fahrer ist, weil die wirklich günstig sind vom ganzen, von der Stromberechnung her und so weiter. Natürlich auch noch ein kleines Manko, weil sie minutenmäßig abrechnen. Das heißt, für einen Nicht-Kunden bei Maingau, also Stromkunde fürs Haus zum Beispiel, zahlt man in der Minute 5 Cent. Bei einer 50 kW Ladesäule kriegt man ungefähr 0,8 Kilowatt in der Minute raus. Ladeverlust und dass man nicht immer in der optimalen Ladezone ladet, ist auch klar. Sagen wir mal, grob, ich habe das immer so gerechnet, grob 0,5 Kilowatt in der Minute. Also ein halbes Kilowatt. Das heißt, für 2 Minuten habe ich im Endeffekt ein Kilowatt rausgezogen. Was dann ungefähr einen Preis von 10 Cent macht pro Kilowatt. Gestern habe ich eine Mail bekommen, wie, keine Ahnung, 1000 andere auch, die Kunde bei Maingau sind. Und die will ich euch mal kurz vorlesen. Dann sieht man natürlich wieder den Noob, der nicht gescheit lesen kann. Und den Noob, der auch nichts findet auf seinem iPad. Okay. Also die ist wirklich von Maingau, das kann man so jetzt nicht sehen. So. Der wahrscheinlich fairste Autostromtarif in Europa. Liebe Einfachstromlader, das sind ja wir. Neues Jahr, neues Modell. Ab dem 1.2.2019 werden aus Minuten Kilowattstunden. Von Beginn an haben wir uns intensiv mit dem Elektromobilitätsmarkt beschäftigt, haben euer Feedback gerne angenommen und dadurch täglich dazugelernt. Das haben sie gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich bin auch sehr zufrieden mit Maingau. Vielen Dank für eure Unterstützung. Kein Problem, gern geschehen. Ja. Mit unserem Minutentarif haben wir den Markt aufgewirbelt und für Bewegung gesorgt. Wir haben es geschafft, ein großes Netzwerk zu kreieren und eine Karte für nahezu alle Ladesäulen anzubieten. Egal ob AC- oder DC-Ladungen in Deutschland. Stimmt, das ist die Karte, kennt man ja. Oder auch per App, geht auch. In Deutschland, Österreich oder Norwegen, wusste ich jetzt auch nicht, aber Österreich wusste ich, Norwegen nicht. Mit einfach Stromladen machen wir es euch europaweit so einfach wie möglich. Dankeschön. Ich bin zwar noch nicht so richtig weggefahren aus Deutschland, aber immerhin. Nun ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Und natürlich am liebsten gemeinsam mit euch. Wir sind fair und günstig für alle Elektromobilisten. Deshalb stellen wir unser Preismodell ab dem 1. Februar 2019 auf Kilowattstunden um.
Der geht jetzt da hinten zum Wildpinkeln. Das finde ich auch geil. Da vorne ist eine Toilette, aber die kostet ja was. Naja, gut. Da kommt ein Hund, der darf das. Und der nächste. Na gut, okay. Anhand der Rückmeldungen und der ausgewerteten Ladevorgänge haben wir eine gewisse Schieflage auf der Fairness-Skala erkannt. Das ist interessant. Damit die Elektromobilität auf breiter Basis wachsen kann, müssen wir nachsteuern. Ziel ist, einen Preis zu bieten, der uns das berechnet, was in der Batterie landet. Der nur das berechnet, was in der Batterie landet. Für alle zum gleichen Preis. Das war ja vorher auch schon zum gleichen Preis. Wenn man Kunde ist bei Maingau, das heißt, wenn man einen Hausstrom hat, dann hat man nicht 5 Cent gezahlt pro Minute, sondern 2 Cent. Das heißt, das waren die zwei unterschiedlichen Preise. Man weiß, pro Minute zahle ich 5 Cent oder 2 Cent, je nachdem. Und dementsprechend ist das fair, die Abrechnung. Ob es Sinn macht, weiß ich nicht. Daher setzen wir eine Kilowattstundenbasierte Abrechnung jetzt einfach in die Tat um. Durch das Abrechnen auf Basis der Strommenge habt ihr die Kosten im Blick und zahlt nur, was am Ende auch wirklich in der Batterie landet. Das habe ich ja vorher auch. Ich habe Ladung abgebrochen, wenn kurz die Minute wieder aus war oder so, dass man dementsprechend diese kostenpflichtige Minute noch richtig ausschöpft. Wie ihr es von uns gewohnt seid, fair und transparent. Ab einer Standzeit von 120 Minuten AC und 60 Minuten DC ergänzen wir noch einen Parkzuschlag von 10 Cent pro Minute. Das ist für mich ja einerseits natürlich nicht schlecht, dass man diese Parker, die dann voll sind beim Auto und auch nicht mehr laden, trotzdem weiterparken, dass man die, bei Tesla ist es ja genauso, einen kleinen Denkanstoß verpasst und sagt, Mensch, du, pro Minute 10 Cent kostet dieses Parken für euch. Kann dann jeder ausrechnen, wie teuer das ist oder auch nicht. Interessant ist, dass hier eben beschrieben, um das Blockieren der Ladepunkte zu reduzieren. Heißt das jetzt für mich, wenn ich, also das heißt jetzt für mich, wenn ich lade und habe dann ein größeres Auto, also nicht mehr den Soul, sondern so wie es ausschaut, auch den Kona, dann, wenn ich von A nach B fahre und das Ding auf 10% oder 20% runterknödel, ich dann, sagen wir mal, schon eine Stunde locker brauche, um das Ding auf 80% zu bringen. Das heißt, wenn ich länger lade, dann muss ich zahlen. Einerseits finde ich es gut, wenn einer sich hinstellt und das Ding blockiert, ja. Nicht ladet, ja, wie die Verbrenner jetzt zum Beispiel. Aber die werden ja, die können ja nicht straffällig werden mit 10 Cent in einer Minute, weil es weiß ja keiner, weil sie ja nicht dran stecken. Das heißt, wenn ich vollladen will auf 100%, kommt mir die Kilowattstunde nicht mehr auf den Preis wie beschrieben, da komme ich jetzt gleich dazu, sondern pro Minute nochmal 10 Cent mehr. Und beim AC sind es 120 Minuten. Bei AC kriege ich maximal 14 Kilowatt ins Auto rein. Eher 10. Boah. Und dann muss ich Strafe zahlen. Ja gut, das ist jetzt nicht so gut. Aber gut, man kann das dann schon irgendwie sagen, dass wir die Leute davon abhalten, die Ladesäule zu blockieren. Allerdings würde ich das erst machen, wenn das Auto wirklich voll ist und nicht während man ladet. Und wenn man länger ladet wie eine Stunde, dann ladet man ja auch noch und bringt Maingau ja auch noch Geld. Deswegen ist mir das ein bisschen, nicht unbedingt plausibel. Blablabla. Haben wir schon jetzt den Preis gesagt? Nee, haben wir noch nicht, weil er auch noch bis jetzt nicht drin gestanden ist. Denn als überzeugter Elektrofahrer wissen wir, nichts ist ärgerlicher als eine unnötig blockierte Ladesäule. Was ist denn unnötig blockiert? Unnötig blockiert ist, wenn ich davor stehe und nicht lade, sondern wenn ich lade, ist die nicht unnötig. Ja? So. 2 Stunden Zeit ohne Parkgebühr reicht nicht aus, wir denken schon. Wir wissen doch alle, dass das Laden der Fahrzeuge
auf über 80% den Lebenszyklus der Batterie nicht gut tut. Oh, ja, ich denke mal, dass die Zeit wird länger, bis man auf 100% hochladet. Aber da ja nach oben hin auch noch Spiel ist, wird die Batterie nicht auf 100% aufgeladen. Der Umstieg auf Kilowattstunden basiertes Abrechnen bedeutet natürlich auch eine neue Preisstruktur. Pro Kilowattstunden berechnen wir ab dem 01.02.2019 25 Cent. Wer Energiekunde ist, also ein Gas- oder Stromkunde beim Maingau, kann für nur 15 Cent pro Kilowattstunden tanken. Laden. Stranken. Ja. Was heißt das jetzt? Das heißt für mich, wie gesagt, eine Kilowattstunde grob gerechnet kostet ja um die 10 Cent. Jetzt. Danach 25. Das heißt, das ist eine 250-fache Erhöhung, Preiserhöhung. Sie schreiben das, dass sie den Markt halt fairer machen wollen. Für mich heißt es, dass sie einfach mehr Geld wollen. Man muss ja nicht mit denen tanken, heißt es jetzt. Ja, das stimmt. Man muss auch nicht auf der Autobahn unbedingt tanken, wenn man mit dem Auto von A nach B fährt. Man kann auch woanders tanken. Das Problem ist, dass der Preis eben mit der Karte immer gleich bleibt, ob ich jetzt in Schwendt rein theoretisch Strang oder da auf der Autobahn. Natürlich ist es immer noch ein Preis, wo wir sagen, oder wo man sagt, okay, bei 15 Kilowattstunden kostet mir das Ganze 3,75 Euro. Bei 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer kosten mir 100 Kilometer 3,75 Euro. Plus der Ladeverlust, ich sag mal grob 4 Euro. Ist immer noch besser als der günstigste Diesel. Und ich fahre einen günstigen Diesel noch zusätzlich. Aber die Preiserhöhung ist schon sakrisch. Auch wussten wir, dass die den Preis mit den 5 Cent nicht unbedingt pro Minute halten können. Rein theoretisch ja schon, weil eine Kilowattstunde 10 Cent auf dem freien Markt kostet weitaus weniger. Aber die müssen ja auch irgendwo mit schwarzen Zahlen arbeiten. Und dementsprechend ist es okay, wenn sie mehr verlangen. Aber 250% mehr ist für mich schon heftig. Ich fahre hin und wieder, bevor ich daheim lade, weil da zahle ich 25 Cent pro Kilowattstunde, bin ich immer erst an die Tanke da gefahren, bevor ich daheim quasi von der Arbeit nach Hause gefahren bin, oder wie jetzt, dann schnell in die Stadt, dann lade ich hier das Auto nochmal einigermaßen voll, auf 80%, und düst dann wieder weiter, weil es billiger war als daheim. Jetzt haben schon einige geschrieben, dass ja, in der Tesla-Gruppe, dass eben, ja, die finden es nicht schlimm, 25 Cent pro Kilowattstunde kann man ruhig zahlen, weil es ist ja immer noch weniger als daheim. Im Grunde, ja, wenn man natürlich einen 25 Cent Vertrag daheim hat, ist es gleich teuer, aber es geht halt schneller. Gut, aber der Unterschied natürlich, wenn man sich dran gewöhnt und sagt, Mensch, man fährt für 10 Cent pro Kilowattstunde auf irgendein Treffen und wieder heim, dann ist das schon ein Unterschied. Die Meinungen gehen auch auseinander, wenn es heißt, weil meine Frage war, was zahlt man jetzt bei Tesla, wenn man Free Charging nicht dabei hat? Da gingen mehrere Kommentare ein. Die einen sagen so um die 16 Cent, die anderen sagen so um die 32 Cent, je nach Ladegeschwindigkeit irgendwie. Schreibt es doch mal runter, was es genau kostet. Ich weiß es ja nicht, weil ich habe ja keinen OW. Hat einen, ich nicht. Ja. Soweit zu dem. Das heißt, ich werde mich jetzt natürlich auch nochmal umschauen nach einem anderen Stromkartenanbieter fürs Auto. Vielleicht habt ihr sogar noch einmal eine Möglichkeit, unten reinzuschreiben, welchen das ihr nutzt und was das kostet. Es wird teurer, definitiv. Es ist immer noch billiger als Diesel, auch definitiv. Wobei ich jetzt gesehen habe, der E10 Sprit ist mittlerweile billiger als der Diesel. Diesel kostet 2 Cent mehr. Wie das jetzt zustande kommt, das weiß ich nicht.
zum guten Schluss, ich glaube, das wird das letzte Video vor Weihnachten, ist ja bald. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Danke für die Unterstützung auch für meinen Kanal, dass ihr so reichlich klickt und abonniert und unten Kommentare schreibt. Finde ich ganz klasse. Vor Silvester kommt auf jeden Fall noch ein Video, wo ich dann so das Jahr ein bisschen zusammenfasse, mich auch nochmal separat bedanken werde. Und eine kleine Überraschung euch präsentieren kann. Für mich positiv, für euch wahrscheinlich, euch wird es egal sein. Ja, gut. Euch und euren Familien frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch wünsche ich erst später. Lasst euch reich beschenken, beschenkt reich. Und wenn ihr nicht schenken wollt, dann macht das auch nichts. Weihnachten ist ein Fest der Liebe und nicht der Fest der Geschenke. Wobei Geschenke schon geil sind. Servus, sagt Locker. Euer Fokker.